Hallo, wir sind wieder da. Hey, und wir haben ja beim letzten Mal ja diesen Firehawk-Kult ja dementsprechend dingfest eben mal dem Erdboden gleich gemacht und müssen wir jetzt, so wie es aussieht, wieder zurück nach Sanctuary, Jo. um Lilith darüber Bericht zu erstatten. Des Bösen. Das Böse. Ihre schönen Kults, und irgendeiner knackt damit sein Mikro rum. Ja, ich. Ja, wie gesagt, Ah. Clayton wurde auf jeden Fall von uns ausgeschaltet. Na, der ist quasi verbrannt. Ach ja, die Dieser Schwerkraft. Frostborn kennt ja echt so ein verwirrender Map, weil es so, die hilft einem gar nicht weiter. Ja, da kommt man ja später noch mal hin, aber naja. Ja. Als. Aufschlagen. Ich habe cooles Schwert und du nicht, haha. Egal, passt. Ich kann Leute in anderen Dimensionen festhalten. Ich Das. kann Doppelgänger von mir erstellen. Der alle anderen ablenkt, weil er so realistisch aussieht. Oh Gott, Ich wir haben kann mich so nachher Money. selber heilen. Herzlich Ja. willkommen, Kunde. Voll. Keine Gewährleistung. Verkaufen. Brauche ich nicht. Danke So für die ausführen. Kohle. Bitteschön. Skin-Anpassung. Und dann Die können wir den ganzen Rotz verscherbeln. Weg, weg, verkaufe ich mal lieber weg. nicht. Skin freigeschaltet. Lausige Schilde, alle weg damit. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Und dann Sanctuary, oder? Wo haben wir es denn? Jo, Sanctuary. Also von mir aus können wir. Ah, Kopas im Menü. Haha. So, Sanctuary. Sanctuary. Schauen wir mal, was Lilith zu sagen hat. Schön, nichts Gutes. Also, das ist ja auch Aber beordert, ihn. erstmal, weil ich hier nochmal da bin. Goldene Kiste! Woo! Pistolen! Woo! Hey, Pistolen sind meine Spezialität. Wenn du sie nicht brauchst, dann zeig sie mir. Die geht so und die ist nicht Ah, dann so. können wir noch in Memoriam dann machen, in Freehorns the Wild und dann zur Hauptmission kommen. Also, er hat hier eine Pistole, ein Schild, ein Granatenmod und ein Klassenmod. Warte mal, ich habe Spuck's aus. eine Seite, die ist, der andere ist Bullshit, dann kannst dann vielleicht der hier. Der ist vom Schaden her schlecht, aber vom Rest her besser. Von dem her könnte was Gutes drin sein. Besser als die Pistole ist auf jeden Fall. Ich Und du brauche mal bist ein auf der G. R4. Warte, ich geh mal zu dem Ach Iridium-Typen. komm. Ach komm, ich gebe jetzt mal noch mal ein paar Schlüssel aus, ob voll die restlichen, die ich habe. Oder mal, zumindest mal ein paar. Bis jemand das Gutes kriegt. Schilde? Naja, warum nicht? Für Leute, die es nicht wissen, diese goldenen Schlüssel kann man sich eben halt. Fantastisch. Wow. Holen. Und, Was ist? ich habe nur was Gutes bekommen. Und eben halt Sniper, yay. Und auf jeden Fall, die kann man sich eben holen, die Keys. Und das ist quasi so ein Keycode und den kann man quasi in Borderlands dann im Menü eingeben und dann kann man hier diese goldenen Truhen öffnen. Ach so, ja. Also alle schönen Pistolen und Sniper und mir mal anbieten. Pistolen brauche ich auch, ich bin Sirene. Ja, ich weiß, aber halt, wenn die schlechter sind als deine jetzige. Weißt du, wenn man so quasi Sirene, Commander oder Gunsurker spielt, kann man jede Waffe benutzen. Also habe ich auch als Gunsurker eine Sniper gehabt, eine Pistole, eine Shotgun und sowas, Warte alles. mal, ich schaue es mal schnell an. Aber als Moment. Assassin lohnt es sich nicht, wenn du halt so Nahkampfwaffen hast, weil du zu wenig Leben hast. Das heißt, lohnt sich nur eine Sniper und für Notfälle, falls der Gegner zu nahe kommt, noch eine Pistole. Oder eine MP oder so. Deutschland. Also wenn du Waffen hast, die du nicht brauchst, dann kannst du mir auch anbieten. Kann ich mal schauen. Genau, andersrum würde ich es auch machen. Was läuft denn da rum? Hoffentlich ist es nicht GEMA. Was man noch machen kann. Aber nehme ich jetzt mal. Zack. Halt mal, Waffen muss ich gucken.
Sniper, Sniper. Warte mal. Wow. Wow. Granatwerfer. Sonst? Ja, auch eine Dahlwaffe. Das heißt wieder. Nimm mal die. Ja, eine Pferdeschrotze. Mal schauen. Ist die gut? Nein. Na, wir machen mal. Ich gebe mal die Mission ab. Macht es. Und dann haben wir noch was, was sie vielleicht nochmal im Lager abgeben, nochmal reinlegen sollte. Ah, da ist sie. Ohne deren Flammen bei. Die Kinder des Firehawks sind nicht mehr. Das war nicht so Kultquatsch. Ah, und hier das legendäre Schild Flame of the Firehawk. Mir folgt nichts, reimt sich auf Orange. Was kann das denn, ja? Dieses Firehawk-Schild macht so Feuer-Novas, aber ist zu schwach für mich. Kannst du es haben? Wenn ja, die ist auch scheiße. Ich hab's ja auch gekriegt. Achso, das. Achso, wir bekommen alles. Ja, man oft unterschiedliche Werte. Meine hat 216, 27, 3,37, 470 und 1416. Ja, ähnliche Werte auf jeden Fall. Warte mal, bleib mal kurz da. Ja. Moment. Komm mal, vielleicht ist ja was Interessantes für dich dabei. Weg. Nicht übel. Erstmal eine Menge weggeschmissen. Halt, ich bin noch nicht fertig. Ja, ich weiß. Kann ich mir den Rest ja dann wiedergeben. Sicher. Also. So viel zu lernen. Na, da nehme ich die bei das Schockige noch. Wir sind da stärker von den beiden. Okay, auf jeden Fall. Okay, jetzt kann ich dich, wenn ich auf dich schieße, heilen. Ja? Jo. Interessant, das ist so eine Fähigkeit von dir, oder wie? Ja. Cool. Was ist das? Räums. Heißt bis Level 13, hm? Ach, nicht. Okay, ich brauche noch ein kleines Mini-Winnie. 1, 2, 3 Schrittchen. Und ich kann noch Tokens machen. Ah ja, die Tokens habe ich damals nie bemerkt. Die habe ich erst im Singleplayer-Modus entdeckt. Wetten wir, ich habe so 30 Milliarden, die ich jetzt einsetzen kann. Ja, schade, nur 6. Ah, okay, die sind für den ganzen. Achso, das Charakter übergreifend. Ich verstehe. Granatenschaden. Das ist Charakter übergreifend. Interessant, interessant. Bisschen Schild pushen. Bisschen Nahkampfschaden. Schusstreffsicherheit. Ah, ich habe auch eine ganze Menge. Token Tanker. Göttlich Beatbox Time von Claptrap. Ja, Beatbox Time, ziehst du rein. Göttlich Claptraps Beatbox Talente. Unglaublich gut. So, ein paar Tokens eingelöst. Also, hast du was dabei? Das Flash kann, gib mir wieder. Sessanet von der. Oder zumindest ein Teil davon. Wie kann man mehrere auswählen zum Wegschmeißen? Das geht, glaub nicht. So. Ja, wo liegt jetzt rum? Hä? Willkommen in meinem bescheidenen Laden! Markus, Munition! Kauf schon endlich eine Waffe! Kauf schon endlich eine Waffe! Oh, ein Raketenwerfer. Den kauf ich mir mal. Einfach damit ich einen Raketenwerfer habe. Ich habe auch schon einen bekommen, aber den habe ich mal abgelegt.
nicht viel große Auswahlmöglichkeiten. So, dann machen wir mal welche Mission? Da, in Memoria. Deinen eigenen Tod vorgetäuscht? Knifflige Sache. Ich hab's vor ein paar Jahren gemacht, um Hyperion abzuschütteln. Aber Mama, ich will kurz meine Muni auf. Anscheinend auf die Schliche gekommen. Wenn du ihn nicht ausschaltest, erzählt der Hyperion alles, was er weiß. Okay. Du hast gehört, was ist. Sag Bescheid, dann kann ich die Teleportation machen. Okay, mach. Auf nach Freehorns Divide. Yay, Freehorns Divide. Ja. Snowboard Crossroads. Crossroad? Ja, der Crossroad. Warte mal, ich hol mir ein Catch a Ride. Ja. Ja, man denkt natürlich erstmal direkt an Gummi, ne? An Kondome denkt man erstmal. Aber kannst losfahren. Aber wo müssen wir hin? Ah, in die Richtung. Wie macht man eigentlich nochmal den Turbo? Hab ich schon wieder ganz vergessen. Halt mit der Taste, wo du, glaube ich, dein Special hast. Ah, ja, okay, stimmt. Whee! Alter, die Kontrolle. Die Kontrolle ist aber auch schwer mit Turbo. Ich glaube, hier stellen wir erstmal das Fahrzeug ab. Und töten ein paar Bullymonks. Besiege Ball. Ball, Bull, Ball, 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 ein Ball. Warte. Ein Alpha-Schnee-Skag. Zu Level 13. Hat er hier seine Skag-Farm oder was? Ja, danke für die Beute, Bruder. Ah, da ist er, der Boy. Kann ich auch. Mr. Ball, wir von Hyperion sind ein wenig skeptisch. Die Banditin Lilith wurde nach der Befreiung von New Haven offiziell für tot erklärt. Bevor wir die Zahlung anweisen können, müssen wir ihr Material durchhören. Legen Sie die Echos in den angegebenen toten Briefkästen ab. Okay, bevor wir... Diese Echos-Killer. Wenn Hyperion herausfindet, dass ich lebe und mit den Crimson Raiders kooperiere, droht uns ein neues New Haven. Yay, also, wir haben was zu tun. Ja, warte mal. Du musst nur Muni mal kurz. Was sind das? Mit dem massiven Nahkampfschaden gegen Feinde mit niedriger Gesundheit. Aber ich skills schon ähnlich. So, machen wir mal das hier. So, dann orten wir nun die Echos und vernichten die Beweise, die wir den Informanten getötet haben. Ja, ich schaue mich gerade noch mal kurz um. Yay, dann los geht's. Ja. Hä, da kann man was auf dem Anker machen. Hm? Ja. Ach, kann ich ja mal drauf snipern. Jo, mache ich. Auf dem Anker Whee! Mal. Das habe ich ja damals auch nicht gecheckt. Ich habe überall gesucht, aber ich habe nicht dann. Dann habe ich erst irgendwie nach gefühlt einer halben Stunde den Anker gesehen. Nette Bude, hier wird dich Hyperion nicht finden. Danke, ja, ich find's auch schön. Grausig? Gemütlich, wollte ich sagen. Du hast verkohlte Banditenleichen am Eingang festgebunden. Leichen haben was Gemütliches. Wie damals in unserer Bude in New Haven, bevor. Ich gehe dann mal wieder. What? Sehr feinfühlig, Lilith. Ah, das, achso, das sind die Dinger, die ich da geschossen habe mit dem Auto. Die Bude in New Haven? Aha. Ja, New Haven ist doch da, wo, was so vorher die zentrale Force Sanctuary war und von Wilhelm zerstört wurde. Jo.
Wer Wilhelm nicht kennt, der kennt ihn vielleicht aus Borderlands The Pre-Sequel. Ja. Hier in diesem Spiel ja auch kommt er vor, aber nicht mehr so wie in The Pre-Sequel, sag mal so. Wir wollen aber nicht spoilern für Leute, die es noch nicht kennen. Generell sieht man ja einige Charaktere aus Pre-Sequel wieder. Man sieht im Pre-Sequel einige Charaktere aus Borderlands 2 wieder. Und Borderlands 1. Oder so rum. Weil die Erscheinungsdaten sind ja. Eine andere Sache. Moment mal, wenn es die Quest ist, dann sollten wir erstmal das andere Echo-Gerät holen. Ja, wir sollten das zweite holen, das war das erste. Aber wer mag denn bitte nicht Leichen vorm Hauseingang? Ja, ist ganz gemütlich, ne? Jo. Bester Autofahrer der Welt. Ja, besser als du. Ach was. So, bisschen abgemetzelt. Oh, ein Alpha-Scan. Das Auto dann. Und wo genau ist jetzt das Gerät? Bestimmt irgendwie da irgendwo in der Nähe. Räumens. Hier in dem Bereich. Ah, ich hab's, glaube ich. Ah ja, da muss man jetzt rausgespuckt. Wo brennst denn schon wieder? Ich habe jemand verflüssigt. Bitte? Ich war jagen und hab was von diesem Eridium-Zeug gefunden. Und einer von diesen irren Kultanhängern hat mich gesehen. Ich hab ihn verfolgt und geschnappt. Und da hat er sich einfach... verflüssigt? Es war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat oder weil ich eine Sirene bin oder beides. Aber dieses Eridium-Zeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt, aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickst du kein Echo? Warum rufst du mich hier raus und gehst das Risiko ein, dass Hyperion herausfindet, dass du immer noch für die Crimson Raiders arbeitest? Weil ich, also du... wie geht's dir denn so? Okay. Ja, wie geht's dir denn so? Beste Antwort. Soll ich da wirklich mit dem Auto runterspringen? Ja. Okay, fail. Das war eine falsche Entscheidung, nicht mit dem Auto. Warum hat das funktioniert? Ja, haben wir ja gesehen, wie es funktioniert hat. Hoffentlich gibt's hier irgendwo eine Leiter. Moment. La. Ja, so ist meine Leiter, ich fahr zurück. Ich versuche von oben rauf zu springen. Ah, da ist eine Leiter, aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich bin Assassine, Mann. Wann habe ich die Skills hier? Jump'n'Run Skills. Aua. Aua, das klang schon mal gut. Ja, du hast mich geblockt. Kiste, Muni oder Waffen, auch gut. Jack hat sie wohl im Schnee einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen, du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary per Echo erreiche. Gut. Du kannst jetzt gehen. Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfrau-Krieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn dir nach Gesellschaft ist, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lass die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Wir könnten über Jungs quatschen. Ich melde mich, wenn ich den Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Sorry. Eine komplizierte Beziehung zwischen den beiden. Ja. Sich einfach desinteressiert geben, das wirkt. Ah, sie ist gehört. Göttlich Roland. Und Lilith. Wieder nach Sanctuary zurück, ne? Ja. Wieso, ich bin gerade die ganze Zeit gefahren, ohne irgendwo anzustoßen. Voll Gas. Bam. Schieß noch einmal, ja. Sanctuary. Sanctuary.
La la la. Fight back, join the Residents. Aha. Resistance. Ah, fuck. Resistance. Mich nicht. Was? Ich weiß. Nichts. Scooters! Yay! Was? How much is the fish? Ja, so nennt er seinen Laden Scooter. Scooters. Hui! Ich hüpfe zurück. Was? Ja. Dann gerade so bei einer. Achso. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Yay, Geld. Oh ja, Geld. So geil. Oh ja, geil, Geld. Richtig geil, ja. Alter. Apropos Geld, es ist ja der neue 20-Euro-Schein vorgestellt worden. Yay. Yay. Beschaffe die Abhöraufnahmen von Lilith. Nun, da der Schnüffler tot ist und seine Aufnahmen sicher sind, hat Hyperion bezüglich Lilith verbleibt im Dunkeln. Danke. Je weniger Hyperion über mich weiß, desto besser. Du hast diese verdammt Echos doch nicht abgehört. Gelungene Rettung. Oder? Dumme Frage. Natürlich haben wir die Echos abgehört. So, dann schalten wir mal ein paar Skins frei. Und mal schauen, wie viel Zeit man sich nun nach der Hauptmission begeben kann. 21 Minuten wollen wir sagen, wir machen hier Schluss und im nächsten Part geht's dann zur Hauptmission. Okay, gut. Hi, Captain. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, Leute, noch ein bisschen Facelock für euch. Oh, Assassin-Hologramm. Ja, das sieht cool aus. Bis dann und ciao. Tschüss.